Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4, die Abenteuer des Unsterblichen von Habsburg. Lasst uns einfach mal direkt loslegen und die Musik bloß nicht vergessen. Ich mache sie mal ein bisschen lauter auf der Aufnahme. Hätte ein bisschen lauter sein können. Ist das nicht schlimm oder so, aber. Ja. Okay. Ja, genau. Also, es ist halt eigentlich. Ne, ist halt eigentlich gerade einfach nur echt ein bisschen abwarten. Hier ist noch eine Festung, die fallen muss. Und genau. Nee, Quatsch, nicht nur abwarten. Hier ist ja auch noch was. So. Wie stehen denn wohl die Chancen? Die haben 15.000 hier und einen Ein-Stern-Armee-Anführer. Wir haben immerhin einen Zwei-Sterne. Aber wir haben auch wahnsinnig viel mehr Disziplin und Drill. Also wir haben. Hier, was haben wir Disziplin? 126,5. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier noch dazu zählen, diese 5,5 durch das Drillen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir sollten die wegputzen. Und selbst wenn, ist das auch kein großes Problem, weil wir sind übermächtig. So, gucken wir uns das mal an, wie dieser Kampf hier verläuft. Genau, Tatsache, okay, nee. Okay, keine Ahnung. Natürlich würfeln wir am Anfang echt grottig und danach auch wieder echt grottig. Aber. Ja. Es ist zwar kein Wipe, aber es ist schon echt nicht schlecht. Genau, dann ziehen sie sich jetzt nach Den Haag zurück und dann werden sie entweder da stehen bleiben oder halten auf Amsterdam. Da kommt England anmarschiert. Die können auch für mich gerne die Belagerung machen. Ich habe alles besetzt, was ich mir in diesem Krieg auf jeden Fall nehmen möchte. Da können die auch mal ein bisschen mehr Extraarbeit leisten hier. Ach nee, ist euch zu viel wieder, ne? Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Stellen wir uns erstmal hier rauf. Nee, hier rauf, sagte ich. Danke. Und dann lassen wir dort die Pferde und ein paar extra Soldaten stehen und stellen uns nach Den Haag. Und dann brauchen wir uns um diese 7.000, knapp 8.000 auch keine Sorgen mehr zu machen. Oh, da ist die Staatsehe mit der Bretagne bereits vorüber. Das können wir ja machen. Wenn es unsere eigenen Vasallen sind, ist das ja absolut kein Problem. Dann ist das ja sehr schön. Da ist auch diese Festung gefallen. Und nur so ganz nebenbei achte ich mal darauf, dass ich meinen Timer aktiviere, den ich nämlich schön wunderbar vergessen habe zu aktivieren. Aber gut, im schlimmsten Fall ist diese Folge halt etwas länger. Okay. Ja, dann jetzt nur noch das hier erobern. Und dann ist schon mal alles, was Burgund gehört, besetzt. Stufe 3 Festung. Möchte ich es extra machen? Muss ich vermutlich. Ich nehme nicht an, dass ich all das nehmen kann, was ich möchte. Ohne dass die direkt Nein sagen. Das hier einmal bitte nach Bar. Das hier oben bitte einmal für Brabant. Nein, Flandern, meine ich damit natürlich. Das ist Brabant. So. Das ist vermutlich nicht ganz möglich, das alles in einem Krieg zu nehmen, oder? Okay, möglich ist es. Sie sagen nur aktuell noch nein und das könnte sich eine Koalition bilden. Oh, es wird sich sogar höchstwahrscheinlich eine bilden. Das wäre ja interessant. Also weil halt sehr viele Mini-Staaten dabei sind. Lüttich, Aachen, Kleve, Elsass, Utrecht, Baden, Frankreich, mit denen hat er Waffenstillstand, mit der Schweiz danach auch. Münster, Burgund uninteressant, Friesland, Geldern, Nassau, Pfalz, Hessen, Frankfurt und Ravensburg. Wow. Krass. Du könntest natürlich trotzdem ein paar Leuten dazu mal ein paar Diplomaten schicken. Frankfurt und Ravensburg zum Beispiel. Einmal die Beziehung verbessern. Einmal die Beziehung verbessern. Ist sie so gut, weil wir sie verbessert haben? Auch schon? Ja, ist sie. Sind sie. Oh, sag bloß, England tut ja doch was. Oh wow, ich hab sie schlechter eingeschätzt, als sie tatsächlich sind. Sie haben ihre Schiffe doch noch mal clever genutzt, um dorthin zu kommen. Nett.
Ach Leute, was tut ihr denn hier? Okay, ich mach das jetzt weg. Das ist mir jetzt zu doof. Egal, wo ich mich jetzt hinstelle, es kommen immer mehr Truppen der Vasallen hinzu. Sehr schön, das wollte ich. Danke. Mit wie vielen Truppen haben wir denn insgesamt noch zu kämpfen? Die Schweiz hat 7.000, 10.000. Das ist nicht zu viel. Genau, und irgendwo noch knapp 6.000, 7.000 Salzburger. Okay, wir können uns ja mal so langsam annähern. Uns dann ja trotzdem einfach mal mit diesen 7.000 hier auf die Bern, auf diese Festung hier in Bern stellen und einfach mal gucken. Skandal im Hofe. Manchmal trägt sich ein Skandal im Hofe zu und erzürnt den Monarchen derart, dass die meisten diplomatischen Aktivitäten zum Stillstand kommen, bis sich der Aufruhr etwas gelegt hat. Schuld auf sich nehmen und weitermachen? Oder Berater bestechen, die Schuld auf sich zu nehmen? Ja, natürlich. Halber Korruptionspunkt. Den haben wir in etwas mehr als einem Jahr gerade mal ausgelöscht. Sehr schön. England vernichtet dort oben die letzten Truppen für mich. Sollen sie machen. Ja, wenn ihr mit den 5.000 nicht einfach weglauft, habt ihr auch sogar genug, um Den Haag zu besitzen am Ende. Mhm. Schottland, Bauernkrieg, uninteressant. So, ihr stellt euch einmal bitte hier rauf und dann gucken wir mal gleich, was ihr an extra Truppen braucht. Da kommt das nächste für die nächsten diplomatischen Beziehungen. Wunderbar. Ab jetzt können wir 10 diplomatische Beziehungen haben. Ich kann Kastilien in diesen Krieg reinrufen. Das wäre jetzt wirklich echt ein bisschen overkill. Das braucht ja wohl keiner. Eine Staatsehe wird mir aus Hessen angeboten. Das wäre natürlich... Hessen wäre nicht schlecht. Die haben dann zwei Kernprovinzen, die man zurückerobern kann. Ich glaube, da dürfte dann selbst der Kaiser nichts machen. Wenn er denn bis dahin noch lebt. Wie alt ist der mittlerweile? 44. Ist jetzt nicht so ultra alt, aber... Ich glaube, das nehme ich tatsächlich mal an. Dann haben wir Hessen, glaube ich, auch mehr oder weniger gleich daraus, dass die tatsächlich dann doch nochmal vielleicht der Koalition beitreten, die sich dann bilden wird. Okay, das in Bern reicht nicht aus. Wie viele Truppen brauchen wir hier? 9.000. Ich glaube, dann heure ich einfach nochmal... Achso, ja, kann ich nicht hier machen. Dann möchte ich nochmal, kann ich auch hier nicht machen. Stimmt, weil es meine Vasallen sind, die haben das nicht. Dann heulen wir aber schon noch vorsichtshalber nochmal 3 Kanonen an. Nur so für den Fall, dass irgendwie eine Hungersnot eintritt oder sowas. Ihr kriegt jetzt was für einen Bonus? 1. Weil ihr 2 Artillerie dabei habt, 3 Artillerie. Okay, ab 4 gibt es ein plus 2. Ich lasse es 3 nochmal bauen. Das heißt, dann haben wir einen plus 3er Bonus. Ich glaube, ich werde aber trotzdem einfach hier nochmal die Wand einschießen. Wunderbar. Achso, genau. Lass uns mal bitte das Ziel hier wegnehmen, dass England das machen soll. Nur so für den Fall, dass sie jetzt wirklich mit diesen 5.700 hierhin marschieren. Dann lauft doch nach Habsburg, wirklich. Jetzt brauche ich euch nicht auf Bern. Ausnahmsweise. Okay, ich kann nebenbei ja noch was bauen. Bauen wir das hier nochmal schön. Einkommen nochmal. Jawohl, Einkommenssteigerung ist immer eine schöne Sache. Was ist da hinten los? Lüttich hat Geld in den Krieg erklärt. Alles klar. Ist eigentlich sehr uninteressant. Okay, bauen wir mal ein bisschen... Ja. Wir können auch mal ein bisschen dagegen was unternehmen, dass wir so verdammt wenig Truppenreserve haben. Wir haben zwar insgesamt 36.000, regenerieren aber nur 300 noch was im Monat. Das hier auch einmal für die Entwicklungskosten, dass die runtergesetzt werden. Also die Idea Variation Mod kann ich echt wirklich nur empfehlen, Leute. Das ist nochmal sehr interessant, was da alles an Gebäuden dazu kommt und... Und... Ja, wunderbar. Und an Ideen, das ist wirklich echt klasse. Wie nehmen wir aktuell ein? Ach, immer noch 25 fast. Und das, obwohl wir 1,5 Minus machen wegen... Achso, warte mal, Mann, stimmt. Lass uns doch mal den Engländern hier helfen. Auch 9.000 brauchen die hier. Dann nehmen wir doch jetzt mal...
3000, 4000. Lehnen die hier aus. Geben dort Rollerläuf dazu und stellen die mal nochmal hier dazu. Vielleicht übernimmt er die Belagerung, ja, oder sowas. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert, aber vielleicht tut das ja, wer weiß. Und dann dürfte das auch dort etwas schneller gehen. Ja, nee, tut er nicht. Deswegen, ich kann also auch nicht selber bestimmen, bis hier die Mauer eingeschossen wird. Schade. Das hätte das Ganze natürlich doch noch ein bisschen verschnellert. Aber ich hätte auch andernfalls, hätte ich mich auch direkt sofort draufstellen können. Und ja, die Engländer stellen sich direkt hier mit drauf. Ich meine, ja, jetzt geht's immerhin voran, aber ich habe extra diese extra Karten in Auftrag gegeben. Ja. Mehr passiert jetzt erstmal hier gerade nicht, ne? Die Bretagne selber entscheidet sich einfach gar nichts zu tun, oder? Haben die überhaupt Truppen gerade? Ich glaube nicht mal. 69% Kriegspunktestand. Nice. Nee, die Bretagne hat gar keine Truppen. Okay. Sind sie vermutlich auch zu arm für. Aber sehr schön. Wir ran auf 70 zu. Hier oben, das ist die letzte Festung, die hier noch besetzt werden muss. Und dann, ja. Also dort oben die letzte Festung zumindest. So, genau, diese drei Kanonen sind fertig. Ich stelle die trotzdem jetzt hier rauf, einfach weil ich halt gerne diesen Belagerungsbonus nochmal abhaben möchte. Das ist schon echt von nicht geringer Wichtigkeit. Ja, meine Machtprojektion sinkt leider enorm. Ja, genau, minus 4 jährlich. Sehr, sehr schade. Aber genau, wir sind übrigens schon der 5. Großmachtrang immerhin. Nein, Moment, ich war eigentlich der 4. Ich glaube, da bin ich auch gesunken, leider. Genau, weil ich glaube, Kastilien und Mamluken, die haben jetzt langsam angefangen, die Renaissance zu fördern. Ming gibt's immer noch. Interessant. Ich habe mit einem Kumpel zusammen auch so einen Custom Nation Spielstand genommen. Jetzt natürlich nicht mit OP Custom Nations, sondern halt, ich glaube, wir hatten uns 600 Punkte oder 400? 400, glaube ich. Also es ist jetzt auch immer noch recht viel, aber da haben wir uns dann südlich und nördlich von Ming ein Reich erstellt und dort dann angefangen, ein bisschen Krawall zu machen. Hat recht gut funktioniert bisher. Also er ist mit seiner Nation nördlich von Ming ein bisschen besser dran, was die geileren Provinzen angeht. Ist auf jeden Fall jetzt, glaube ich, auch schon 3. oder 4. Großmachtrang. Ich bin noch gar keine Großmacht, oder? Ich glaube, 8. wenn dann. Aber es geht. Es ist nicht schlecht. Was ist hier los? Mantua marschiert hierher. Ist die Schweiz noch mit wem anders im Krieg? Schade, sind sie nicht. Schön wäre es natürlich. Und Salzburg? Auch nicht. Schade. So, verzeiht, falls ihr die Vibration gerade mitbekommen habt. Ich habe mein Handy auf dem Tisch liegen gehabt. Das hat vermutlich dafür gesorgt, dass man das sehr lautstark gerade gehört hat. Aber gut. Oh, sieh an. Die Holländer haben bereits 3000 Truppen wieder. Von welchem Geld auch immer. Wir können ja nochmal gucken, ob jetzt langsam dieses Kriegs... Okay, also jetzt würden sie es mittlerweile annehmen. Aber es sind halt, genau, es sind halt natürlich noch ganz klar sehr viele Leute dabei. Aber Frankfurt ist zum Beispiel rausgefallen, Hessen ist rausgefallen, Ravensburg ist rausgefallen. Dann gucken wir als nächstes mal die Pfalz. Dass wir die auch mal hier weghauen. Fühlen sie sich sowieso bedroht von uns. Frankfurt können wir eigentlich auch schon mal nach Hause schicken. Wer wäre noch gerade mit dabei? Geldern ist im Krieg. Nassau wäre mit am Start. Guck mal, Nassau liebt uns sogar. Die fühlen sich nicht mehr bedroht. Die lieben uns einfach nur. Und aggressive Expansion haben sie gerade kaum noch so schon welche. Brandenburg kann es egal sein. Genau, ich sollte mal da auf jeden Fall darauf achten, wenn jetzt gerade einer nach Durchgangsrechten fragt, wenn das einer ist, der mit uns benachbart ist, dann sollte ich denen natürlich unter Umständen zustimmen. Whoops. Was macht ihr denn da?
Das ist ja interessant, was ihr da macht. Da ziehen wir doch, glaube ich, mal glatt ein paar Truppen nach, ne? Guck mal an. Ne, 12 Schweizer und knapp 10 noch, 10 aus Burgund. Das ist eine gar nicht so große, so kleine Armee. Okay, gut, da haben sie gerade irgendwelche Truppen aufgelöst. Ja, waren anscheinend nur Söhne oder so. Okay, Waldstätten ist ebenfalls besetzt. Vielleicht kann ich ja auch gleich nochmal, okay, da hauen sie tatsächlich nochmal ab. Vielleicht kann ich auch einen Einzelfriedensstand nochmal mit der Schweiz und mit Salzburg machen. Okay, Den Haag ist besetzt. Wunderbar. Ostfriesland möchte Durchgangsrecht. Dann gewähren wir denen das jetzt. Die wollt ihr euch nicht gönnen, dann mache ich das halt. Ihr kommt bald hinterher, nur so für den Fall, dass das ein bisschen doch zu hart wird. Aber 4 gegen 3 mit einem besseren Armeeanführer und mehr Disziplin sollte ausreichen. Jetzt ist mir die Melodie, aber die Musik aber doch wieder ein bisschen zu laut. Tatsache, jetzt sind die echt abgehauen. Und da geht die nächste Idee. Sehr schön. 50% Regeneration, Rekrutenreserve. Jawohl, 430. Einheitenlimit nochmal erhöht. Wir haben folgende neue Richtlinien freigeschaltet: Bestechungsgelder, aufheizende Leader, vertiefte Entwicklungsidee, vertiefter Militarismus, vertiefte Dynastieideen und vertiefte Einflussideen. Können uns das ja mal einmal kurz angucken. Die hatten wir vorher schon. Da hatte ich überlegt, die hier vielleicht demnächst mal zu nehmen. Ich weiß noch nicht. Vertiefte Einflussideen. Okay, Einnahmen bei seinen plus 100%, Freiheitsstreber plus 25. Könnte man sich eigentlich leisten. Aber das hier wäre, glaube ich, besser. Diplomatische Reputation und diplomatische Kostenannexion weniger. Genau, und einige sind natürlich noch nicht freigeschaltet, weil dafür fehlt ja noch was. Ich glaube tatsächlich, die nehme ich. Die gefällt mir sehr. Weil wir bekommen mehr als genug diplomatische und sonstige Macht. Genau. Sehr schön. Die Schweiz bietet uns direkt selber was an. Das ist schon wieder echt so bescheuert. England hat gerade hier eine fette Schlacht verloren, haben direkt erstmal kompletten Wipe bekommen. Haben sich diese Schlacht hier oben auch nicht gegönnt, sondern sind einfach irgendwohin anders abgehauen. Und trotzdem würde ich von 125 erhaltenen Dukaten nur 74 bekommen. Was, ja, nicht die Hälfte ist, aber schon eher in die Richtung. Schweiz, 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 Schweiz. Nee, Gebiete von denen möchte ich auch gar nichts. Wobei, Prestige habe ich auch sehr viel. Ich würde eher gerne Kriegsreparationen. Sind die hier in eurem Angebot mit drin? Sind sie nicht. Weil das ist mir am Ende eigentlich lieber. Und dann meinetwegen das Geld. Was habt ihr sonst vorgeschlagen? Ha, siehst du, sonst nämlich gar nichts, oder? Na, nee, Quatsch, doch hier sind die Kriegsreparationen. Doch, dann nehmen wir das mal an. Finde ich ganz gut. Muss ich mich mit der nächsten Festung hier nicht so rumschlagen? Sehr schön, da ist die Schlacht von Amsterdam zu Ende gegangen. Hätten wir auch das geklärt. 99% Kriegspunktestand. Ich glaube, dann muss ich mich auch nicht mehr um Salzburg kümmern. Kann England machen, was sie wollen. Jetzt hier mit den 19.000 anzukommen, ihr seid doch bescheuert. Achso, das ist ja auch noch nicht mein Gebiet. Stimmt, deswegen einmal hier hoch, bitte. Wie sieht es denn aktuell aus mit meinen Vasallen? Nö, denen geht es immer noch wunderprächtig. Die lieben mich. Die lieben mich bis zum geht nicht mehr. Oh wow, Hamburg ist wieder frei und sie sind zum Kurfürsten gemacht worden in Österreich. Ha. Genau, okay und schön. Ferrara, die sind übrigens mittlerweile auch Kurfürst. Das ist total verwirrend, wer hier alles Kurfürst ist. Ferrara wählt nicht mehr länger Böhmen. Die hatten sich dadurch dann selbst gewählt, sondern Ferrara wählt mich und deswegen wählen Böhmen auch wieder mich. Nur Brandenburg mag mich absolut gar nicht. Also nicht absolut, aber wollen wir nicht wählen? Bin ich ziemlich fies. Okay, ich könnte wieder eine Technologie nehmen, diesmal für 70% extra. Ich weiß, Ideengruppe finde ich trotzdem, ist mir noch zu teuer. Dann kann ich das lieber in Entwicklung stecken oder so. Und noch sind wir auch noch nicht voll. Habe ich eigentlich Berater angestellt?
Habe ich nicht mal. Ich habe noch nicht mal Berater angestellt. Ich könnte das immer noch unglaublich in die Höhe treiben. Elsass, ja. Die erhalten Militärzugang. Können ja auch schon mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn wir diesen Frieden hier weiterhin durchziehen. Ja, da sind noch mal eine ganze Weile weiter Leute runtergegangen. Und von diesen hier ziehen wir auch Frankreich, Burgund und die Schweiz ab. Das ist Geldern, Friesland, Baden, Utrecht, Kleve, Aachen und Lüttich blieben übrig. Ja, das hat sich ein bisschen gereimt. So, das ist Nassau und Pfalz sind auch jetzt schon nicht mehr dabei. Dann schicke ich die auch mal wieder nach Hause. Und dann nach Friesland und Geldern. Wobei, Geldern kann mir eigentlich sogar noch mehr egal sein. Weil die ständig im Krieg sind und da irgendwie total nicht zurechtkommen mit. Obwohl es die einzigen, die kaum aggressive Expansionen aktuell haben. Nee, wisst ihr was? Friesland macht das jetzt mal hier. Und ja, lassen wir den noch 1, 2, 3 Monate oder sowas, damit es denen dann besser geht. Sehe ich, um wie viel das sich pro Monat verbessert? Nein. Was war das jetzt? Um 8 aber? Um 8? Alter. Meine Güte. Okay, oder wir lassen England trotzdem noch ein bisschen hier rumlaufen, damit sie Salzburg besetzen können, damit auch diese Prozente nicht mehr bestehen. Es stehen aber immer noch irgendwo 11.000 burgundische Truppen rum. Okay, und hier erwischt England immer ein paar Salzburger. Und da sind sie. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Kriegt England, verdienen sie sich ihre Spuren. Okay, die Salzburger haben sie weggehauen, die sich noch zurückziehen dürfen aus irgendeinem Grund. Aber Aragon ist ins goldene Zeitalter gegangen. Schön für euch. Ah, schön. Lothringen, komm, greif sie dir. Nee, haben sie nicht geschafft. Nicht geschafft. Peinlich, peinlich. Na, redet euch jetzt immer noch. 46, wie erbärmlich. Wie lächerlich ist das denn bitte? Klar, die haben hier oben die Belagerung geführt, aber alles andere habe ich sonst besetzt. Ich habe die größten Schlachten, die wichtigsten Schlachten habe ich gewonnen. Klar, easy, ne? Also England hat ja fast genauso viel wie wir gemacht in diesem Krieg. Okay, na gut. Ist Salzburg vielleicht bereit für den Weißen Frieden? Nein, sind sie nicht. Haben wir die türkischen Stärke? Naja, komm. Genau. Mehr als das will ich gar nicht. Ich möchte nicht übertreiben. Also, ich könnte übertreiben. Aber ich entscheide mich, es nicht zu tun. Hier können wir bar was dazugeben, finde ich ganz gut. Nee, Quatsch, ich sehe auch gerade, mehr kann ich gar nicht. Ich könnte, wenn, dann noch Seeland nehmen. Mhm. Könnten wir Flandern geben, aber nee, muss nicht sein. Okay, Burgund. Ich möchte außerdem okay. Was? Okay, ich könnte tatsächlich einfach noch Brabant mit als Vasallen nehmen. Will ich aber nicht. Ich glaube, Holland wäre mir tatsächlich lieber. Aber das machen wir vielleicht im nächsten Krieg. Genau, ich möchte nämlich die Kriegsreparationen. Genau, ich könnte sie noch einen Vasallen aufkündigen lassen. Möchte ich aber auch nicht. Naja, genau, das geht natürlich nicht. Über 100% kann man nicht kommen. Ganze 36. Okay, dann ist es aber in Ordnung, wenn England davon 16 bekommt. So, dann bin ich mal gespannt. So, das sollte nämlich dafür sorgen, dass Lüttich, Aachen, Kleve, Utrecht und Baden in eine Koalition gegen mich gehen. Das sind genau 5. Das ist die Mindestanzahl an Leuten, die man für eine Koalition braucht. Bin ich mal gespannt. Ich würde es gerne herausfordern. Frankreich ist, wie gesagt, noch 7 Jahre im Waffenstillstand mit mir und Schweiz und Burgund ebenso, also mindestens 10 danach. Können wir hier nachgucken. Bis 1515 sogar für Burgund. Also, mal gucken, ob es dazu kommt. Erstmal jetzt hier den Frieden absenden. Die Shitshow hier mit England brauchen wir uns nicht länger reinzuziehen.
ich habe das jetzt auch alles richtig eingegeben gehabt, was ich haben wollte. Ja, okay, es hat gut funktioniert. So, dann wollte ich einmal das hier direkt tun. Und zwar wollte ich gerne die Picardie als neuen Vasallen freilassen. Jawohl. Und dann bekommen die natürlich Kamerich. Kamerich bekommen die dann. Na, wie mögt ihr uns denn? Ja, super. Keine Freiheit, kein Freiheitsbestreben. Provinz zu sprechen. Kamerich. So. Bitteschön. Alles klar. Und damit haben wir diesen Krieg geklärt. Oh ja, da möchte jemand die Übertragung ansehen. Das vielleicht beim nächsten Teil. So, denn auf jeden Fall sind wir jetzt mal wieder soweit. Dieser Teil ist wieder doch ein bisschen länger geworden, aber auch nur, weil ich vergessen habe, dass mein Timer nicht mehr lief. Na gut. Und dann gucken wir mal, ich glaube, ich werde ein bisschen überspringen wieder, denn was das Ganze als nächstes passiert, weiß ich tatsächlich dadurch jetzt gerade gar nicht. Aber ich denke, wir können bald einen Krieg vielleicht mit Österreich erwarten, vielleicht werden wir auch demnächst endlich mal Kaiser. Mal gucken. Dann wünsche ich noch alles Gute, viel Spaß und viel Freude. Ciao, Leute!